Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von mir zu diesem Steam Controller. Es ist eine Weile her, dass ich das Unboxing gemacht habe. Ich habe jetzt endlich mal wieder die Zeit gefunden, mich hier drum zu kümmern. Und ja, ich werde euch einfach mal ein bisschen vom Handling zeigen und deshalb werden wir einfach mal starten. Ich habe hier den Steam im Big Picture Mode an. So wird's vorgeschlagen und wir schauen einfach mal ins Spiel rein, was ich mir schon mit dem Controller angesehen habe. Und hierbei handelt es sich um Star Wars, also Lego Star Wars, und ja, wir starten. So, da wären wir. Ja, wir steuern hier Qui-Gon Jinn. Irgendwo konnte ich wechseln. Ah, mit Y. Bewegungen sind eigentlich ganz okay. Das habe ich schon gezockt. Also gehen wir einfach mal hier rein. Hier kann man so ein bisschen rumspielen. B benutzt die Macht. Man sollte dann schnell die paar Punkte hier einsammeln. So. Ja, wir gehen einfach mal hier rein. Story-Modus. Naja, die Story kennen wir alle. Wir jagen einen Bounty Hunter. Ein Kopfgeldjäger. So. Ah, wann dürfen wir denn? Ah. Oh, dürfen wir fahren? Ich weiß gerade nicht. Ach, da muss ich hin. Damit schieße ich. Okay, damit kann ich die Kamera ein bisschen ändern. Ist doch hier irgendwo nach links geflogen. So. Ich würde nur gerne beschleunigen können. Ah, okay. War ja klar. Ah, nein, das Herz verpasst. Na los! Ah, erst den einen, dann den anderen.
Mit Pedos. Und noch einen. Na, los jetzt. Ja, toll, jetzt ist durch die Sehne das Herz verschwunden. So ein Driss. Den Torpedo nicht auf sie schießen? Oh je, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Anstatt da einfach rauszufliegen. Ach, da hinten sind auch noch welche. So, das haben wir aufpasst. Ah. Den noch und den noch. Ich weiß gar nicht, ob das wichtig ist, die anderen kaputt zu machen. So, nehmen wir uns hier ein paar mit. Na, wie viele können wir mitnehmen? Drei. Oh, das war der falsche. Ups, zielen sollte gelernt sein. So viel zum Thema zielverfolgend. Ja, jetzt habe ich keinen mehr. Ich sollte vielleicht erstmal umdrehen. Nochmal wieder was mitnehmen. Ach, jetzt muss ich das auf der Gegenseite auch noch machen. Doch, hier sehe ich doch nichts. Ah, die Kamera kann ich nicht ändern. So. So und den noch.
Geht doch, so muss das sein. So. Ja, nicht ganz so erfolgreich. Aber wenigstens mal ein bisschen. So. An dieser Stelle brechen wir mal das Spiel ab. Man kann hier wunderschön, ach, das Overlay seht ihr jetzt gerade nicht. Übers Overlay das Spiel beenden. Und dann muss ich mal eben hier rüber switchen. So. Also, im ach, sagt schon, im Big Picture navigieren wir hiermit. Können hier Explore unsere Sachen durchgehen. A und B ist bestätigen bzw. zurück. Mit X kann man suchen. Suchen funktioniert dann über den rechten bzw. den linken. Und dann einmal drücken für den Buchstaben. Jetzt ist es lustig, dass ich hier tatsächlich alle, die ich gerade eintippen will. Also man kommt hier auch mit bestem Willen nicht rüber. Man muss dann den hier nehmen, dann gibt dann noch das ein und macht dann noch das. Das Ganze funktioniert eigentlich wunderschön. Das Spiel ist natürlich jetzt nicht für Controller Design, man müsste sich jetzt was einrichten. Das wollte ich euch auch nicht zeigen. Ich wollte euch ein bisschen das Schreiben zeigen. Funktioniert eigentlich ganz gut. Tja, ihr seht, ich habe noch ein bisschen was geplant. Ansonsten sage ich wie immer vielen Dank fürs Zusehen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick verschaffen in die Handhabe des Controllers. Ihr könnt ihn natürlich für jedes Spiel frei umkonfigurieren, so wie es euch passt. Alle Tasten, sowohl die hier oben als auch die hinteren, die hier. Und ja, mit einem langen Druck auf diese Taste könnt ihr aus dem Big Picture raus, beziehungsweise dann den Controller ausmachen. Und beim langen Druck darauf geht er auch automatisch in das Big Picture wieder hinein. Das wollte ich euch jetzt aber nicht zeigen. Ich wollte jetzt den Controller ausmachen. Er macht da noch einen kleinen Sound. Wie gesagt, ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein.